So, ich versuche mal einen anderen Weg. Das Gebiet ist echt fürchterlich. Ich habe schon wieder zwei Estus-Flakons verbraucht und das nur beim Beginnen. Da hinten kommen wir außer in mächtig Trabels hier sowieso nur eine Sackgasse. Ich möchte mal schauen, ob ich mich da irgendwie runterkämpfen kann. Aber ich befürchte ja fast nicht, weil ich spiele derartig schlecht. Einer dieser komischen Flammendämonen, der kam mir ja gütigerweise entgegen. Und ich befürchte, da kommt der nächste. Diese Dinger sind scheiße. Da kommt der nächste. Ich hoffe, können wir den hier abholen? Das wäre super. Dann bekämpfe ich den oben. Da ist er. Na komm her. Wow. Da komm her. Wow. Rauf. Die klingen wie eine kranke Katze. Shit, shit, shit. Nein, nein. Weg, 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 weg. So, kommt mir der jetzt nach? Ja. Ich tue mir da nämlich leichter und nur mehr 5 Estus-Flakons. Es ist fürchterlich. Wie schlecht kann man spielen eigentlich? So, die Hälfte seiner Energie ist weg. Ich krieg dich auch noch. Und ich hoffe dann doch. Oh. Das Staggern funktioniert auch nicht. Weg. Yes, Backstep. Ich hoffe, das war der letzte, der da unten rumgammelt. Und down. Puh. Sollte ich jetzt nicht weiterkommen? Das Gebiet ist schon irre schwer. Also das werde ich auf alle Fälle. Ich habe mittlerweile einen kleinen Notizblock. Oder eine Liste mit Gebieten, die ich noch nicht wirklich erkundet habe oder damit fertig bin. Ich werde da jetzt nochmal ein bisschen rumforschen und schauen, wo wir hinkommen könnten. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich mir das auf meine Liste aufschreiben. Und wir haben ja noch die Kathedrale, wo es ja wahrscheinlich noch sehr viel zu entdecken gibt. Beziehungsweise Irithyll, da haben wir ja schon den ersten Einblick bekommen. Stehst du auf? Nee, du stehst nicht auf. Hoffe ich. Oh, ich mag das nicht. Die sind scheiße, weil wenn die springen, dann habe ich ein Problem. Aber die halten nicht so viel aus, Gott sei Dank. Yes? Geheimgang? Naja, wohin? Ich glaube, da ist das das, wo ich von oben runtergefallen bin. Wo sie mich... Oh, da hinten ist was zum Looten. Ich gehe mal trotzdem da weiter. Jedenfalls, also wir haben ja noch die Kathedrale, dann haben wir Irithyll. Ah, oh, shit, da sind extrem viele. Einer weniger. Oh, kleine Titanitscherbe. Ich habe keine Ahnung. Okay, du bist egal. Dich kriege ich relativ schön down. Ich darf nur nicht ins Feuer kommen. Ja, so viel dazu. Weg. Weg. Verdammt. Weg, weg. Ah, shit. Das Selektieren funktioniert nicht immer. Verdammt. Panik. Panik, Stress und Chaos. So, wo ist der jetzt? Ist der jetzt weggepackt? Wo ist er jetzt hinkommen? Hä? Na gut, stört mich jetzt weniger. Ich werde jetzt aber dennoch, wenn ich, damit ich zumindest irgendeinen Erfolg... Ach du Schande. Ach du Schande. Ah. Ich hänge fest. Da manövrieren ist echt kacke. So, ganz ruhig. Der ist nicht so schwer.
Der ist nicht so schwer. Ah, Backstab. Nice. Und gleich weiter. So. Weg! Weg! Nein, trink was. Ja, er hätte jetzt wenigstens was droppen können, aber ich glaube, das ist die Stelle, wo ich von oben runter... Ich loot das jetzt noch schnell. Schwert des Schwarzen Ritters. Nice. Boah. Das Gebiet ist massiv schwer. 5010 Seelen. Es war ja, eigentlich war ja der Plan, dass ich genug Kohle sammel, sprich Seelen sammel, damit ich mir genug Pfeile kaufen kann. Ich habe kein Estus-Flakon mehr und bin fast tot. Das bringt jetzt nichts. Ich schaue jetzt noch, ob wir da noch irgendwas auf schnell looten können. Und vielleicht droppen die auch noch ein paar interessante Dinge. Die bringen nur 150. Na gut, die sind auch relativ leicht. Ja, was wollte ich sagen? So, bloß keinen Fehler machen. Ich darf jetzt keinen Treffer einstecken. Ich darf keinen Treffer einstecken. Kleine Titanitscherbe. Wir haben eine Menge kleine Titanitscherben. Das finde ich richtig, richtig gut. Da hinten ist noch einer. Gibt es da was zum Looten? Alter, wie groß ist das Gebiet? Das ist riesig. Du gehst nochmal nach rechts rein. Ah, Loot. Und ich höre schon wieder einen Gegner. Glut, naja. Shit, das ist einer mit Schild. Yes, down. Kleine Titanitscherbe. Bist du ein Geheimgang? Nein. Puh. Also so ganz ohne Estus-Flakon und da kommt der nächste. Ah, nein. Ja, ich muss da raus. Down. Das Schlimme ist, ich bin jetzt so richtig im Explorer-Modus. Das Blöde ist nur, ich habe so viel Estus-Flakons verbraucht. So war man da schon. Okay, das ist einfach nur ein Rundgang. Glaube ich. Wir sind doch da entlang gelaufen. So, das heißt, links ist abgecheckt. Ich glaube, da war ich jetzt schon. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn ich was übersehen habe, schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Puh, nervös. Hier, da ist ein Bonfire. Bonfire. Yes. Coole Sache. So, dann raste ich jetzt mal. Ja, was ist denn das für ein Drecks-Bonfire? Das sind ja gleich da hinten irgendwie Gegner und... Wow. Der ist aber... Ah, nein, Blödsinn. Das ist einer von diesen Kreaturen. Das nenne ich einmal ungutes Bonfire. Komm her. Da, komm her. Komm. Put, 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 put. Yay! Dich kann man ja backsteppen. Shit. Und wie er mich gleich erwischt und weg. Und backstep. So. Kleine Titanitscherbe. Aber zumindest, also zum Titanitscherben-Farmen ist es großartig. So, was haben wir da hinten? Ja. Ich sollte mal eher die Frage stellen, was haben wir auf dem Weg da nach rückwärts? Ich gehe nur mal. Ich schleiche mich da mal noch vor. Einfach nur, damit ich eventuelle Hinterhalte vielleicht im Vorfeld abklären kann. Boah, da läuft was, da läuft was. Nein, hinter mir ist nichts. Boah, ich bin auch gespannt.
Echse. Yes, yes, yes. Chaotischer Edelstein. So, da geht's aber auch scheinbar nicht weiter. 6480 Seelen ist nicht so wenig. 8 ist das Flakons, also ich bin noch relativ gesund. Da vorne gab es noch was zum Looten. Und ich habe nur leider komplett die Orientierung verloren. Also ich weiß auch nicht mehr genau. Ah ja. Alles klar. Vielleicht. One by one. Hertriggern, da habe ich Platz. Dein Fehler. Shit, mein Fehler. Weg, weg. Scheiße. Oh, nice. Der schildzerstörende Schlag. Da hinten ist sicher was Geiles. So, jetzt muss ich noch den pullen. Wobei, ich attackiere ihn gleich so. Okay, ist down. Das ist einer von denen. Die halten aber zum Glück nicht so viel aus. Energie. Und tschüss. Kleine Titanitscherbe. Ich habe keine Ahnung, wie viele kleine Titanitscherben ich da jetzt schon eingesammelt habe. Oh! Foliant von Isolid. Quilak. Und Quilana. Oh, nice. Puh. Ja, keine Ahnung, ob wir das Gebiet jetzt... Da geht es ja jetzt auch nicht mehr wirklich viel weiter. Da hinten war ich. Da ist das Bonfire. Ich raste jetzt nochmal. Das war jetzt blöd. Weil... Jetzt haben wir den wieder. Okay, vielleicht sieht er mich nicht, wenn ich einfach dran vorbeilaufe. Naja, ich kann seine Schritte hören. Dann würde ich ja fast sagen, ich werde jetzt zurückreisen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich alles entdeckt haben. Das ist mir zu riskant im Moment. Ich kann ja später nochmal in das Gebiet zurückkommen. Wir haben den Foliant von Isolid. Den übergeben wir natürlich sofort dem Pyromanten. Feuerbandschrein. Werden uns Pfeile kaufen. Und dann schauen wir mal, ich möchte jetzt auf alle Fälle die Kathedrale irgendwann einmal abschließen. Das Gebiet steht auf meinem kleinen Notizzettel als Dinge, die wir noch besuchen müssen. Und ja, so, wo ist der Pyromant? Der ist da unten. Ah, there you are, unkindled one. Ja. So. Pyromantiefoliant übergeben. Oh, den können wir beide geben. Okay. Okay, den mag er nicht. Aber ich hoffe, er nimmt die Isolid. Yes. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Jo, cool. So, was haben wir denn jetzt für Pyromancy-Sprüche? Explodierender Feuerball. Den könnte man eigentlich schon lernen. Der braucht einen Slot. Das machen wir jetzt auch. So, große Chaosfeuerkugel. Oh ja. Die braucht aber schon zwei Slots, also da müssen wir mehr in Intelligenz leveln. Feuerflut, Chaos, Sturm. Große Verbrennung kannten wir davor schon. Blitzschweiß. Blitzschweiß sollte ich vielleicht auch lernen. Wir haben ja noch diesen einen Feuerdämonen, auch in diesem verlorenen Gebiet, wo wir jetzt gerade den Folianten gefunden haben. Katos Leuchtfeuer. Der Schaden erhöht sich mit aufeinanderfolgenden Angriffen. Kann auch nicht schaden. Und das kann ich ja schon. Nice. So. Wir können die Pyromantieflamme verstärken mit großer Titanitscherbe. Wollen wir das? 132 plus 22. Oder wollen wir... Ah, ich verstärke mal die Pyromantieflamme. Auf plus 4.
Man kann ja rein theoretisch die großen Scherben, ich könnte ja Münzen verwenden und dann nochmal in dieses verlorene Gebiet laufen. Vielleicht haben wir dann Glück, weil gelegentlich haben die ja große Titanitscheibenbrocken gedroppt. So. Naja, da gibt es auch noch so viel Zaubereien zu lernen. Come again. Ja, werde ich machen, irgendwann. Ich check mal kurz die ganzen NPCs ab. Wenn uns die nichts Neues erzählen, setze ich einen Cut und wir sehen uns dann später gleich wieder. Oh, Champion of Ash, you wish to hear a tale? Okay. Ja. Doch kein Cut. Wir könnten der den Foliant des Abgrunds geben. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Oh, klingt aber interessant. Of course, if you insist, I will read them for you. Naja, dann möchte ich schon hören. They frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Okay. No, in my home of Carrick, I would vote, but if I terribly. Aber ich finde das fies, sie sagt immer, oh, ich werde sie euch erzählen und ich erzähle euch Geschichten und dann erzählt sie immer nur, dass sie eine Nonne war. Aber vielleicht kann die ja jetzt richtig böse, finstere Klinge, wäre auch geil. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Zweig, damit wir diese Dunkeldinger verwenden können. Schweigegelübde verhindert Zauber im Wirkungsbereich. Na, könnte man verwenden, wenn wir es mit Zaubergegnern zu tun haben. Segnet Leichen und verwandelt sie in Fallen. Verstärkt Angriff, Schadensminderung, Resistenz und Ausdauerregeneration leicht. Qual, ruft Insektenschwarm, der an Feinden nagt. Ja, die hat schon ziemlich derben, bösen Zauber im Gepäck. Yeah, aber wo ist jetzt meine... Ah, ich depp. Die ist ja links ausgerüstet, damit ich mein Flammenschwert machen kann. So, den haben wir in diesem verlorenen Gebiet gefunden. Erhöht Magie, Blitz, Feuer, Dunkelschaden, mindestens leicht, glaube ich. Wenn es nicht so... Wenn das nicht bedeutet... Hey, ich habe den Glorantierring. Ah, Estusring. Das ist der Glorantierring, okay. Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Leloids Schwertring. Wobei das Problem ist halt bei vollen TP und ich habe selten volle TP. Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Ich habe damals ja nicht wirklich einen Unterschied bemerkt. Saphir von Aldrich. Ring der Opferung. Na gut, schauen wir uns das Dunkelschwert an. Also das Schwert des Schwarzen Ritters. Ich renne ja in Dark Souls 2 mit dem Schwert des Schwarzen Ritters rum. Das ist ja eigentlich schon ziemlich geil. Skaliert aber auch nur mit DD. Und hätte jetzt schon 173 plus 38. Also nicht weit weg von unserem Astora-Schwert plus 5. Das Problem an dem Ganzen ist, ich mag das Astora-Schwert plus 5 insofern... Oh ja. Oh ja. Ich mag das Astora-Schwert insofern, weil es extrem schnell ist. Wobei, ich habe keine Ahnung. Flatroll. Wir sind zu schwach. Also wir müssen für diese Dinge dann tatsächlich... sowas. Bolts. Wir müssen für die Schwerter, also wir müssen unbedingt auf Stärke skalieren irgendwann einmal. Bin schon Stufe 45. Gar nicht so mitbekommen. Das ist halt, wenn man sich das betrachtet mit den Ausdauerbalken. 1, 2, 3, 4. Das macht zwar primär weniger Hauptschaden, aber dafür schneller. Also das sind 5 Schläge, die wir benötigen, bevor die Ausdauer weg ist. Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Oh, hello, you're back and in one piece. Gegenstand kaufen, sprechen. You can keep the ring as... Ja, hat er mir auch schon erzählt.
Ah, was ich auch ausprobieren will, ich habe einfach mal nachgesehen, was wir denn bei Snuggles, ich glaube Snuggles heißt das Green-Mädchen, in der Kathedrale tun können. Und angeblich kann man diese Brandbomben und die Seilbomben bei ihr eintauschen. Ich würde sagen, ich setze einen Cut, wir sehen uns dann bei diesem Bockara-Bock-Bings-Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine, oder spätestens nach dem Cut werdet ihr es wissen. Bis gleich. Ich finde das so süß. Pamparam. Na dann, ausprobieren. Hoppla. Wir haben ja da eine Menge Seilbomben und so weiter. Und angeblich, ich leg das mal ab. Geht voll ab. Große Titanitscherben. Geil. Also, wenn das jetzt funktioniert, dann kann ich mein Schwert theoretisch ja auch hochleveln. Ich hoffe, wir bekommen für jede Seilbombe so eine große Titanitscherbe. Wäre richtig cool. Oh no. Enough. Oh, süß. Verdammt. Wäre cool gewesen, wir hätten dann noch 5 große Titanitscherben bekommen. Gehen wir ihr das mal. Enough, enough. Oh. Schade, schade. Okay, eines probiere ich noch. Ich weiß es nicht. Was könnten wir ihr noch geben? Die schwarze, naja, gut, Feuerbomben hat die jetzt scheinbar. Enough, enough. Genau, und diese Münzen, die zermalen für vorübergehend verbessertes Finderglück. Also und da könnte man eventuell Glück haben, dass unsere Gegner irgendwas droppen. Prismastein. Funkeltitanit. So, mag die noch einen Prismastein haben? Wäre nice. Nein, enough. Not that. Na dann. Okay. Ich finde das total herzig. Enough, enough. Oh, bloß nicht runterfallen vor lauter Verzücktheit. Na gut, ich setz ich einen Cut. Naja, 24 Minuten. Wir sehen uns in der Kathedrale in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.